Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind jetzt hier immer noch in der Arena, die wir erfolgreich bezwungen haben. Sagt man das so? Ich glaube schon. So, wo geht's für uns jetzt hin? Erstmal zum Pokémon Center, oder? Da, hier war das. So. Erstmal kurz heilen. Einfach nur, damit wir uns sicher sind. Unser süßes kleines Team mit einem riesen Onyx drin. Yay, unsere Pokémon sind top fit. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Habe ich irgendwie einen Questlog? Brich zu deinem nächsten Abenteuer auf. Das ist das, was ich jetzt tun muss. Was? Aha. Okay, einfach. Keine Ahnung. Wir sollen hierher. Aber von hier kommt. Ah, ja, stimmt. Wir haben. Ja! Wir werden schon wieder umgeschmissen von Arnold, Mann. Pass mal auf. Hoch, Model. Du hast dir den Orden also geschnappt, wie? Der nächste Ort mit einer Arena dürfte dann wohl ewig genau sein. Habe ich recht? Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrrad kommt man da leider nicht weit. Immerhin konnte ich meine Pokémon ordentlich trainieren, denn Gelegenheit zum Kämpfen gab es reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der Orden von Ewigenau steht als nächstes auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8, pah, wer hat schon Zeit für einen Countdown? Du bist ganz schön speziell, Arnold. Du bist ganz schön speziell. Warte mal. Der hat jetzt gesagt, er war hier, um ein bisschen zu trainieren. Das kann ich mir ja nicht wegnehmen lassen. Oh. Wir können das jetzt machen, ne? Wie geht das nochmal? Wie geht das nochmal? So? Das lässt sich... Wieso nicht? Wieso nicht? Ich dachte, ich kann das jetzt. Okay. Da kann man trainieren, hat er gesagt. Da gibt es auch Pokémon, hä? Huh? Wollen wir mal gucken, wie stark die Pokémon hier sind? Einfach mal so. Was für ein Level hast du, Kleinstein? Sieben. Na gut, kein Problem, ne? Machen wir den erstmal. Ich glaube, ich muss ihm mal dieses dumme Ding wegnehmen. Ich glaube, so spannend ist das nicht. Sehr effektiv. Yay. Dann gucken wir uns mal den Trainer an, der da ist. Aber erst nehme ich ihm die Flinkklaue weg. Die nervt mich ein bisschen. Nur ein bisschen. Kann ich das einfach so? Item? In den Beutel. Ja, wunderbar. Bist du stark? Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? In Ewigenau gibt es ein Fahrradgeschäft. Ich soll da hoch mit einem Fahrrad? Are you serious? Da soll ich mit einem Fahrrad hoch? Was seid ihr für Leute? Dann brauche ich eine Kletterausrüstung eigentlich, oder? Kein Fahrrad. Die halten mich für krasser, als ich bin. So, aber erstmal machen wir noch einen kleinen Stein kaputt. Bitteschön. Erstmal ins Gesicht spucken, so macht man das in Pokémon. Das ist der gute Ton. Erstmal allen Pokémon ins Gesicht zu spucken. So, was ist das? Ein Pokéball. Oh, guck mal, da sind Beeren. Da sind Beeren. So, wenn jetzt noch ein kleiner Stein kommt, dann habe ich hier alles gesehen, glaube ich. Oh, ein Zierpurz. Dann nehmen wir das auch noch mit. Müssen wir nur gucken, dass wir es nicht töten. Wir geben ihm einen Klaps. Oh, schuh. Na klar, war das ein Volltreffer. Plinfermann. Muss aufpassen. Ich meine, Zierpurz ist jetzt nichts, wo ich mir denke, oh mein Gott, ich brauche das dringend. Wir wissen jetzt, dass es existiert. Ach, irgendwie ist mein Sammlertrieb, ne? Das ist schlimm.
Jetzt natürlich wieder einen kleinen Stein. Ist jetzt die Frage, soll ich noch versuchen, ein Zirpurze zu bekommen? Irgendwie ja schon. Aber irgendwie auch nicht. Schön, dass keiner von denen überlebt. Mit diesem Robustheit oder was das war. Wir sind Level 16. Oh mein Gott, unser Blindfall wird sich jetzt entwickeln. Oh, ich freue mich voll. Horrorblick, oh mein Gott. Los, tu's. Tu's. Ja! Nanu, Blindfall entwickelt sich. Da sieht's ganz böse aus. Ich glaube, die zweite Entwicklung war nicht so spannend, aber die letzte ist die coolste und da freue ich mich drauf. Wobei die zweite geht tatsächlich. Ich habe sie jetzt irgendwie schlimmer in Erinnerung. Ein Pliprin. Pliprin. Oh, Wörter, ne? Kann ich gar nicht. Yay! Dieses Pokémon kann durch Schläge seiner kräftigen Flügel selbst dicke Bäume umknicken. Es sucht im Eismeer nach Beute. 23 Kilo wiegst du. Und du bist keinen Meter groß. Metallklaue. Geil. Ja. Spannende Attacke. Eine Stahlattacke. Genauigkeit 95. Oh. Oh. Das ist halt irgendwo nett. Aber solche Sachen, sage ich euch, wie es ist, benutze ich nie. Weil mir das zu viel Zeit kostet, in der ich angreifen könnte. Kann man in dem Teil auch Attacken wieder erlernen? Bestimmt, oder? Ah, 95? Oh, das bedeutet bei mir 45. So, ne? Ach komm, man lebt nur einmal. Bitteschön, nimm das mal mit. Wir probieren es mal aus. Ja! Was sollen wir mit Charme? Charme brauchen wir nicht. Wir sind Arschgeigen. Ist okay. Charme. So, ein Versuch noch. Und? Es ist kein Zierpurzen. Okay. Dann lassen wir das hier. Und gehen weiter durch den Tunnel. Da müssten wir ja dann jetzt, ne? Mit Dingenszertrümmerer. Oh, jetzt hast du natürlich... Ich hab's einmal gesagt. Kleinstein ist gemein. Tut mir aber nicht so weh, das ist gut. Komm, jetzt können wir noch einen Klaps draufhauen. Ich stell's mir halt vor mit dieser Flosse, so patsch. Okay. So wie diese Flosse von meinem Pinguin auf ein Steinmonster klatscht. Das klingt bestimmt schön. Das ist ein tolles Geräusch, bin ich mir sicher. So, wir gehen jetzt aber noch mal ganz kurz ins Pokémon Center, weil wir machen das hier anständig. Ich will mir ja hier nichts vorwerfen lassen, ne? So. Ja, mach das mal bitte. Einmal wieder Fitmang. Unser Pokémon ist so cool. Tada, dankeschön. Ich mag das Pokémon Center. Toller Ort. So. Aber ich muss doch irgendwo... Dafür ist doch Zertrümmerer da. Das Ding ist, in dem Teil muss ich das keinem Pokémon beibringen, ne? Richtig? Aber kann ich das nicht hier einsetzen? Aber hier hinten ist ja auch nichts, ne? Also nicht, dass ich jetzt sehen würde. Kann ich das wirklich nicht einsetzen? Nee. Na gut. Dann probieren wir es jetzt in der Höhle nochmal. Wo ist denn Ewigenau eigentlich? Ewigenau? Ach, was weiß ich. Betonung. Wir müssen echt nochmal hierher zurück? Ewigwald. Ah, okay. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Uiuiui. Dann gucken wir aber, dass wir jetzt in der Höhle vielleicht nochmal nach Norden kommen. Das wäre cool. Nämlich hier. Ach, wir können nur die Steine. Okay, jetzt habe ich es. Ja, cool. Ein wildes Petiza einfach. Wir haben es herbeigerufen mit Magie. Oh, hier geht's nach unten sogar. Oh, wir sind an so einem spannenden Ort, an dem ich keine Orientierung haben werde. So, hau mal drauf. Kommen wir hier überhaupt lang? Oh, da sind Gegner. Sind die
8 sind die stark. Die dürften nicht... Nee. Ich glaube nicht, dass die so stark sind, dass ich die nicht bezwingen könnte. Ein Säckchen Sternstaub. Nice. Hi. Siehst du diese kleinen Erhebungen auf dem Boden? Über die musst du mal volle Pulle mit dem Rad fahren. Ein irres Gefühl. Okay, also wir müssten eigentlich mit dem Rad nochmal her. Weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt, dann hier genau zu gucken. Wenn wir eigentlich eh mit dem Fahrrad nochmal her müssen. Dann können wir uns das vielleicht sparen für wann anders. Machen wir jetzt nochmal drauf. Guck mal, mit einer Metallklaue. Und gucken, was 95% bedeutet. Dass ich getroffen habe. Oh. Spannend. Ich habe getroffen. Oh, das heilt aber nicht viel. Dann hauen wir jetzt nochmal drauf. Ja. Weg mit dir. Gut, dann gehen wir erstmal nochmal hoch, aber wir merken uns den Ort. Ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich eventuell irgendwann sowieso hier lang. Kann das sein? Bestimmt müssen wir irgendwann hier lang. Ich weiß halt nicht, wo man von hier hinkommt. Wo sind wir denn jetzt hier? Keine Ahnung, wo es hier unten noch lang geht. Wahrscheinlich nirgendwo. Aber gut, dann gehen wir erstmal. Yay! Wenn jetzt ihr sagt, oh, das lohnt sich schon vor dem Fahrrad hier unten zu gucken, dann sagt mir das gerne. Dann kann ich das auch nochmal angehen. Aber jetzt würde ich einfach mal sagen, nö. Einfach nö. Robustheit, war ja klar. War ja klar! Was machst du da? Hast du auch Sachen zu tun? Och. Ein Sandsturm. Nö! Gemeinheit. Gemeinheit! Dass ein Sandsturm Schaden machen kann. Es brennt vielleicht in den Augen. Vielleicht liegt es daran. So, ich bin gespannt. Mein Shinyx und mein Staralili brauchen ja auch schon gar nicht mehr so lange, ne? Fürs Level Up. Vielleicht sollten wir mal eins von beiden nach oben packen. Ach, ich weiß es immer nicht. Das ist so schwere Entscheidung, die man treffen muss. Finde ich doof. Oh, ich bleib an allem hängen. Help! Okay. Ich bin einfach ein bisschen clumsy. Sagt man das so? Tollpatschig, ja. Flupp. Wir müssen hier lang, richtig? Ja. Wir gehen einfach hier zurück. Jetzt müssen wir nach Norden. Können wir noch irgendwas? Brauche ich noch was? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Wir gehen nochmal hierher. Ich weiß nicht, was uns jetzt da oben erwartet. Machen wir erstmal den hier. Ja, machen wir alle wieder fit. Eigentlich muss sie nur eins wieder fit machen und das nicht mal viel, aber die sind alle übergesund. Oh nein. Nein, 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 hör auf. Okay. Ich liebe es, dass der Boden so spiegelt. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Aber es ist cool. So. Aha. Oh nein, wer seid ihr denn? Oh, Motte, du kommst wie gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen ziemlichen Unsinn von sich. Das ist unerträglich. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Manieren bei. Ach Mensch, Herr Pokémon-Professor, warum machen Sie es uns denn nur so schwer? Wir sind aus rein geschäftlichen Gründen hier. Hören Sie, es ist ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse und im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Motte, komm, wir beide knöpfen uns diese Typen jetzt mal vor. Okay. Kein Problem. Ist ein Doppelkampf jetzt oder so? Gibt's hier sowas? Geil! Rüpel von Team Galactic. Die haben gar keinen Namen. Das sind einfach nur Rüpel. Okay, das ist ja gar kein Problem. Oh nein, der hat jetzt Panflam. Oh, das ist gut. Ich hoffe, der greift Wampel an. Dann mache ich jetzt einfach mal eine Aquaknarre auf Zubat. Bäm. Ich hoffe, Panflam haut richtig auf den Wurm jetzt. Oder auf die Raupe. Das haben wir gut gemacht. Wir haben hier so eine spezielle Arena, ne? Wir sind jetzt gar nicht da draußen in der Natur, sondern im Team Galactic Arena. Ort.
irgendwo in einem Nebel. Wunderbar, das hat geklappt. Baumpel wurde besiegt. Habt ihr noch was? Nö. Nö. Und damit wolltet ihr bedrohen? Wie kann es sein, dass wir gegen Kinder verlieren? Das ist doch der absolute Wahnsinn. So wird das nicht. Zeit zum Rückzug. Diese Mission ist fehlgeschlagen. So ist das. Gegen Kinder verloren. Ja! Entwickel dich! Sehr gut. Ich hoffe, Shinux ist auch bald dran. Oh, sehr cool. Guckt euch's an. Glückwunsch, dein Staralili hat sich zu einem Staravia entwickelt. Okay, was steht denn da? Es lebt in Wäldern und auf Wiesen. Treffen Schwärme von ihnen aufeinander, streiten sie sich sogleich um das Revier. Oh nein. Dann picken sie sich gegenseitig unendlich. Okay. Ihr lasst uns keine andere Wahl. Wir werden uns fürs Erste zurückziehen. So stellt Team Galaktik mal wieder unter Beweis, dass ihnen das Wohl aller am Herzen liegt. Bestimmt. Diese Rüpel. Team Galaktik schimpfen sie sich also. Was sie gesagt haben, bereitet mir Kopfzerbrechen. Pokémon scheint bei ihrer Entwicklung eine Art Energie freizusetzen. Soweit, so wahr. Meiner Meinung nach handelt es sich dabei um eine geheimnisvolle Kraft, die weit außerhalb unserer Kontrolle liegt. Team Galaktik scheint diese Energie jedoch zu irgendeinem Zweck nutzen zu wollen. Wie dem auch sei. Motte, das war ein beeindruckender Kampf. Du hast wahres Talent bewiesen. Wie du Seite an Seite mit deinen Pokémon gekämpft hast, ein sagenhafter Anblick. Es war die definitiv richtige Entscheidung von mir, dir den Pokédex anzuvertrauen. Motte, wusstest du, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Seinen Studien zufolge stehen rund 90% aller Pokémon in Zusammenhang mit den Phänomenen der Entwicklung. Ich frage mich, ob außergewöhnliche Pokémon auch zu besonderen Entwicklungen neigen. Jedenfalls ist das nur umso mehr Grund für uns, fleißig am Pokédex zu arbeiten und so den Professor bei seiner Forschung zu unterstützen. Und da gehen sie davon. Und wir auch. Oh, hi, wer bist du? Oh, was war denn das gerade? Du bist ja krass drauf. Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hatten sie nicht die geringste Chance. Mir ist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und kümmere mich im Herzhofen um die Verwaltung der PCs. Als Dank dafür, dass du diese Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du von so gut wie überall auf deine Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich dir gerne diese Ballkapseln schenken. Ich wollte Baseballkappe lesen. Du erhältst einige Ballkapseln und kannst nun die Funktion Kapseldeko verwenden. Mittels Kapseldeko kannst du Ballkapseln dekorieren, indem du sie mit Stickern beklebst. Bringst du die dekorierten Ballkapseln dann an den Pokébällen deiner Lieblings-Pokémon an, sind beim Wurf des Balls tolle Effekte zu sehen. Außerdem erhöhen sie deine Siegeschancen bei der Super-Wettbewerbsshow in Herzhofen, wenn du Sticker verwendest. An deiner Stelle würde ich dann mal fleißig Sticker sammeln. In diesem Sinne, tschüssi! Okay. Ich habe Sticker. Sticker, wo kann ich die... Was Sticker? Kapsel, Deko. Hatten wir nicht Sticker bekommen? Wir... Oh mein Gott, ja. Musiksticker. Okay. Wir können jetzt einfach... Boah. Warte mal, was haben wir noch? Musik? Oh, den haben wir gekriegt, ne? Blütensticker. Konfetti! Gelbes Konfetti! Ich glaube, ich hatte die immer irgendwie so übereinander gelegt. Keine Ahnung. Und Luftblasen. Pinkfarbene Luftblasen. Nein, mach das wieder weg. Mach das wieder weg. Oh. Ah. Machen wir mal so. So, ja. Und jetzt? Pokémon war auf Pokémon? Ist das jetzt so? Ist das jetzt so? Okay, wir probieren es aus. Oh nein. Du siehst nicht gerade stark aus. Willst du es mal gegen mich versuchen? Das ist aber nett. Ich habe gerade Team Galaktik fertig gemacht. Hat sie das nicht gesehen? Sabina? Hi, Sabina. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viele Pokémon sie hat. Bidiza. Okay, das ist ja überschaubar schon mal.
Und wie sieht es aus? Oh, ist das hübsch. Toller Effekt. Toller Effekt. Ich bin so begeistert. Wir müssen mal gucken, ob wir das anders verteilen können und dann sieht es anders aus oder so. Vielleicht sollten wir es nicht so in die Mitte packen, sondern so außenrum. Ich will richtig abgehen mit meinen Stickern. Ach, sie hatte nur einen Pokémon dabei. Oh, ja, hättest du. Hättest du. Vorlaute Sabina. Warte mal. Wir probieren jetzt Dinge. Bearbeiten. Wir können jetzt mal sagen, wir machen das mal hier hin. Und das dahin. Das sieht doof aus irgendwie. Dann nehmen wir Loda-Sticker. Wir haben noch zwei Konfetti-Sticker. Packen einmal dahin. Wir haben noch zwei Luftbläschen. Mal so. Und dann können wir... Oh, wir sind so kreativ. Und jetzt den Sticker. Machen wir jetzt hier hin. Perfekt. Perfekt. Wir sehen gleich, wie cool das ist. Ich werde mit den Pokémon gewinnen, die mein Papa mir gegeben hat. Der Knut. Zwei Pokémon hat er. Oh nein. Kapert. Na gut. Dein Papa mag dich, oder? Kann das sein? Das sah das jetzt anders aus? Weiß ich nicht. Komm, wir nehmen mal Shinux raus. Wir machen seine Kapert aus. Ich denke mal, der hat zwei. Ich glaube, sein Papa geht demnächst Milch kaufen. Ja, ja. Armer kleiner Knut. Weg mit Carpador! Oh, das gibt aber nicht viele Erfahrungspunkte. Staralilli hast du sogar! Wir bleiben mal. Wir bleiben mal. War das jetzt gut oder schlecht? Ich hab schon wieder vergessen. Sehr effektiv, sehr gut. Okay, dann war das gut. Tada! Wunderbar. Wir haben gewonnen. Wir haben gegen ein kleineres Kind als uns gewonnen. Aber das sind doch die Pokémon, die mein Papa mir gegeben hat. Da würde ich mir Gedanken machen, Knut. Ich würde mir Gedanken machen. Aber gut, wir sind jetzt bei Route 204. Und ich würde sagen, die heben wir uns für die nächste Folge auf und gucken mal, was hier auf uns wartet und was für tolle Pokémon wir hier fangen können. Oh, da wartet auch schon wieder jemand auf uns da hinten. Ja, ja, sie lauert schon hinterm hohen Gras. Ja gut, dann würde ich sagen, danke an alle, die zugesehen haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Tschüssi.